Hallo, ihr Lieben, und herzliches Willkommen zurück zu 7 Days to Die. Was? Hallo. Hallo. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, das war mal ein Versuch wert. Egal. Es wurde nach hinten losgegangen. Spiel nicht mehr eingefallen, tut mir echt leid. Ach so, ja, mir ist es eingefallen, aber ich dachte, er sagt das selber noch so. Und dann wurde die Pause immer länger. Und dann sage, gell? So ist's. So ist's. Ah, nein. Ah, So. mechanische Teile wieder leer. Okay. Ich habe doch gerade welche mitgebracht. Ja. Ihr Herrschaftszeiten, hey. Du Ich weißt bin gar gerade nicht. bei der Händlerin Du weißt gar nicht, wie und sie bietet mir schnell. einen besonderen Auftrag an. Oh. Vielleicht finde ich da unterwegs so mechanische Teile. Oh ja, wäre natürlich nicht schlecht, ne? Würde ich nicht nee sagen. Ist Pulver ist fertig. Sie schickt mich zu einem anderen Händler. Oh. Aber aufpassen, nicht, dass du fremd gehst. Nein, wenn sie mich doch dahin schickt. Das ist ihr Bruder, weißt So. Ach so, ja, stimmt, sind alles Geschwister hier. du. Auf dieser Harley von Melle sehe ich jetzt noch geiler aus. Davor war das irgendwie so lustig, jetzt sehe ich gefährlich aus. Oh. Ja. Um da draußen deine Stacheldinger zu heilen. Eisen, ganz normales Eisen. Okay. Dann gucke ich einmal rum, rum. Rum, Eisen. rum. Hast noch Eisen, ja? Ja, ihr habt doch abgekloppt. Okay, Baby. Okay, Baby, das geht. Wunderbar. Nee, Schmiede des Eisen brauche ich. Geschmiede Tatsächlich. des Eisen? Normales Eisen geht nicht. Oh, Entschuldigung, die muss Boah. ich erst basteln. Die habe ich gerade alle verballert. Ist Jungs, aber wir ganz brauchen schön Eisen. teuer. Also, mein Junge, flitz in die andere Hülle. Ja, ich bin schon in der Eisenbude, aber da gibt es irgendwie nur Blei. Weiter unten suchen. Zu weit oben. Muss tiefer graben. Ja, aktuell, wenn wir auf Stahl gehen, brauchen wir sowieso jede Menge Eisen jetzt. Stahl verbraucht doch tatsächlich echt verdammt viel, also ist nicht schlecht. Sagst du gleich, ich brauche die gleiche Menge wie vorher, nur ein bisschen mehr. Ja. Schön an. Ja. Man muss es ja ein bisschen schön verpacken, ne? Was kriegen wir eigentlich dafür? Haben wir überleben? Dein Überleben kriegst du dafür. Ich komme super klar in meiner Mine. Ja, ich will nicht meine Blutnacht sehen. Grab einfach bis nach unten, so weit runter, wie es geht, und dann werde ich in Ruhe gelassen. Oh, glaub mal, glaub mal, glaub mal. Die buddeln sich so schnell nach dir runter, das glaubst du gar nicht. Ein Bergarbeiter, Meister. Ich buddel einfach weiter. Hinter mir reiße ich mir alles ein. Also du meinst einfach tiefer buddeln oder was? Nee, da ist doch. Also wenn du in der Eisenmine bist, dann ist da genug Eisen am Boden. Und in den Wänden. Das sind die dünnen, schmalen, schwarz, orange, Ja, die habe roten ich, ja. Bänder. Wird denn das Nee, heutzutage? halt, ich bin in der falschen Mine, ich bin in der Nitratmine. Die Eisenmine ist beim Händler unten. Ja. Aber hier ist auch genug Eisen. Jetzt bin ich bei diesem anderen Händler. Gut, dass ich unser Geld dabei habe.
Hat er da auch nichts Gescheites? Geht's wieder ab vor der Haustür? Jetzt muss ich hier leider mal gescheite Wände reinbauen. Er hatte Kartoffeln. Nee. Doch. Oh, wow. Oh, was soll denn das? Herausforderung. Und der hat wenigstens Bücher da. Super, der Typ. Auf der Rückwand hast du schon zwei hoch, ne? Genau. Und da fängst du schon an, zwei hoch. Genau. Ach, da steht unsere alte Falle, einsam und verlassen. Ja. Aber die war zu einer guten Übung. Und hier habe ich ja dann gleich richtig gebaut. Richtig. Zack. Ja, und die würde dann am Ende auch komplett aus Stahl bestehen. Ja, mach mal die Rückwand. Das ist eine gute Idee. Ja. Jetzt wird Stück für Stück. Ist ja ein heiliges Blechle draus. Ich kann mich noch erinnern, wo du das Schwäbische gelernt hast. Ich habe alles hinten dran gehängt. Eines Tages sagt er mir zu mir, er fährt mal zum Bänkle. Und er sagt, wieso willst du zur Bank fahren? Zum Bänkle. Dann sagt er ja, Geld holen. Dann sage ich, nein, da fährst du zur Bank, nicht zum Bänkle. Struff. Merkst sofort, wenn der Neig schmeckt ist. Ja. Verstaut er einfach. Er hat überall Le hinten dran gehängt. Ja, es war so niedlich. Ja. Ein Streiterle fährt zum Bänkle und holt das Geldle. Wenn das noch heimbringt, ist recht. Ja. Ah, herrlich. So ist es halt mit den Jungs heutzutage, ne? Achso, da fehlt ja auch noch ein Gitter. Ah, okay. Wie gut, dass ich das noch geschmeckt habe. Ja, das ist das, was als erstes verloren gegangen ist, Schatz. Ja. Weißt du, was geil ist? Ja. Naja, mein Finger ist auf der linken Maustaste und kloppt auf das Zeug ein, aber ich kann dir zugucken. Ja, das ist doch praktisch, ne? Perfekt. Ja. So, ich habe den Händler auf der Karte markiert. Super, dankeschön. Das war dein Händler, den wir noch nicht hatten dann. Weiß ich nicht. Naja, wenn du den markiert hast. Ach so, nee, den... Aus, der frisch war. Den da oben kannten wir doch. Da war ich. Da war ich doch gewesen. Ja, aber da war keine Markierung. Da war keine Markierung. Weil sie nicht markiert. Okay. Da war ich doch. Wo ist mein Motorrad hin? Ich hab's nicht eingesteckt. Hast du nicht eingesteckt und dann neu raufgelegt, damit das für dich markiert ist, oder? Ey, war von Welle noch ausgeliehen. Gibt es sowas wie Lampen hier? Ja. Industrielampen. Oh, Beistelltischlampe. Nee, wenn dann die anderen. Oh Mann. Ja, die heißen aber wahrscheinlich wieder alle anders, weil unter Lampe finde ich nicht viel. Hä? Warte. Ist doch auch schon mal eingegeben.
Taschenlampe. Machst du Licht? Ja, gib mal Licht ein. Ach so, Licht. Ach so. Okay. Ist das blöde Motorrad hin? Ja, gut, aber ich denke mal, die Lampen, die werden wahrscheinlich Strom brauchen, ne? Jupp. Und die Fackeln, die leuchten einfach ohne Strom. Jupp. Na dann, Fackeln im Sturm. So, habe ich hier schon was gecraftet? Habe ich hier schon... Das Stein und Lehm. Okay. Ach so. Was nach dir? Ich habe die ganzen Zement-Betonmischungen rausgeholt, aber nicht in die Truhe gelegt. Die brauchst ja du, ne? Betonmischung? Ja. Ja, die kannst du da in die, beim Chemie-Ding, beim Zementmischer. Gucken wir mal, was wir Schönes noch haben. Okay. Kann es sein, dass der Händler mich mit diesem Motorrad, also manchmal teleportiert ein, ja? Kann es sein, dass er das Motorrad wegteleportiert, weil er nicht drin war? Keine Ahnung. Das ist jetzt eine ganz blöde Frage, weil ich sehe das Motorrad nicht mehr. Du hast's verloren. Ich habe es vor dem Eingang gepackt, das ist ja das. Lila Launebär, lalala Launebär, komm mein Herr. Hat er mich abgezockt? Nach dem Motto, hey, du darfst rein, aber ich behalte dein Motorrad? Nee, das muss irgendwo noch liegen. Eigentlich nicht. Warum hat er noch nicht, ne? Melle, siehst nee. Du das auf der Karte bei dir? Moment. Das ist ja platziert. Ist da hinten? Das müsste hier auf der Straße vor mir liegen, direkt vorm Eingang. Da war ich noch nie bei Mr. Nebel. Ich sehe dich, aber ich sehe kein Motorrad dort. Hä? Also müsste dir auch angezeigt werden, oder? Vielleicht sieht es wegen dem Nebel nicht, das Symbol dann da liegen. Überfragt. Aber Schatz, wenn du dich ein bisschen drehst, siehst du da so ein Fahrradsymbol oder so auf der Karte? Also da oben an diesem Drehrad? Kompass da oben? Ja, aber nur mein richtiges Fahrrad. Ja. Und nichts anderes? Doch, Motorrad, hier. Also es muss bei dir noch liegen, dann... Nordosten. Aber das muss hier irgendwo sein, weil das... du bist da auch in die Richtung. Hä? Das ganz kleine Symbol. Genau wie dein Pfeilchen. Also sind wir auf einer Linie? Ja. Okay, wenn ich mich in diese Richtung bewege, bewege ich mich dann von dir aus nach links? Ja. Jetzt gehst du wieder nach rechts. Bin ich links vom Motorrad oder rechts vom Motorrad? So links vom Motorrad. Jetzt geh ein bisschen rechts. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Stopp! Jetzt liege da genau auf einer. Jetzt, genau. Kannst du nur noch vor oder zurück. Aber nicht rechts und nicht links. Hä? Das Lustige ist, ich stehe in einer offenen Ebene, wo nichts ist. Das ist es ja. Hat gut getarnt. Ich komme mal rüber zu dir und guck mal mit. Ich such mal mit da. Mich hintergangen. Zutiefst hintergangen. Ich wette, der Händler hat uns abgezockt. Nee, das kann der nicht. Oder das Motorrad ist einfach unsichtbar. Das würde ich dem Motorrad eher zutrauen. Bist du sicher, dass der Händler uns nicht abzockt? Eigentlich schon. Eigentlich. Vielleicht war das deine Aufgabe. Bring das neue Motorrad zum Händler.
Die Aufgabe war, Handelsrouten zu erstellen. Das okay. Habe ich gemacht. Oh cool, der hat hier einen Pumpe in seinem Brunnen. Bist du damit reingefahren zum Händler oder draußen geparkt? Nein, ich hab's draußen geparkt. Okay. Ich hab mitgedacht, ein kleines bisschen. Ja, wegen. Ja. Futzel, wie geht's dir im Leimloch? Ist gerade AFK, glaube ich. Okay. Nee, geht. Alles gut. Das brauchen wir. Ich bin nur, glaube ich, im Falschen. Wenn es nach meinem Meister geht. Wo bist du? Ich bin, glaube ich, im Nitratloch und grabe hier nach Eisen. Wir haben ein Eisenloch für Eisen. Ja, aber wenn es im Nitrat auch Eisen gibt? Wie ja, genau. So. Siehst du es? Hier habe ich es hingestellt. Wo ich stehe in etwa. Welcher unten gepackt? Also du siehst es auch nicht. Nee. Das... Aber Imp müsste ein bisschen nach rechts gehen. Ich habe das komische Gefühl, das ist vielleicht unter die Erde gepackt oder so. Buddel mal ein bisschen. Schatzgraben oder was? Buddel mal. Ich fange jetzt nicht an, hier rumzubuddeln. Ach, geht auch gar nicht. Wegen dem Typen. Ah. Ich steig jetzt bei dir ein. Und fahr mit dir heim. Und bring die Melle her. Und dann? Ja, du hast das direkte Symbol. Angezeigt. Direkte Symbol hast du. Also wenn ihr mich seht. Ja, aber dir wird sie angezeigt. Ja, also wenn du es denn auch nicht siehst, dann ist das wahrscheinlich irgendwie weggepackt. Das heißt, ich muss eine Buddelschaufel mitnehmen. Hey, nee, der kann es nicht schaufeln. Nee, das heißt, ich fahre Fahrrad und mein Chef fährt wieder Motorrad. Momentan fährt er als Taxi. mit. Ja, aktuell fahre ich Auto. Ja, er fährt Auto, ich fahre als Passagier mit. So. Hilf mit. Jetzt nicht mehr. Ja. Wow. Überfährt er mich hier eiskalt. Ein Stück weg, ich kann sonst nichts abbauen. Mach das Auto kaputt. Hau drauf, drück drauf. Ach, guck mal. Ja, wir gucken mal vom Turm aus. Ist dann doch. Mir fehlt jetzt der Motorsound, ist jetzt weg plötzlich bei mir. Ja, der war bei mir auch gerade weg, jetzt ist er wieder da. Der hat sich auch weggepackt. Und fährst du? Nach Hause? Bist du dir sicher? Ja. Achso, du nimmst die Straße, okay. Ich bin in die Stadt gefahren. Rechts. Mal aus dem Auto muss ich eigentlich rausschießen. Ey. Bestimmt, oder? Nee. Kann nichts machen. Nee. Geht nichts. Geht ihr? Viel Spaß. So, Melle? Ja, ich komme. Ich erscheine. Du bist die Beste. Ich hab dir dein Date vorbeigebracht. Ich dachte. Der holt dich gleich mit dem Auto ab. Nicht wie ein Fahrrad. Nur zu Hamburger Pommes. Ich möchte mit Drecker abgeholt werden. Bring mit Drecker ab. Ach süß, wie er hupt. Ja, ist schon ulkig, was die. Okay. Also kann ich jetzt nicht mehr lenken? Wenn du fährst, wie gesagt, ist das auf. Ich kann nicht mehr lenken. Vielleicht solltest du erstmal. Was ist denn hier los mit mir? Oh.
Kann ich jetzt wieder lenken? Ist aber schlecht. Ja, jetzt plötzlich kann ich nicht mehr mit der Maus lenken, sondern nur mit der Tastatur. Lol, ne? Hä? Ich verstehe die Welt nicht. Was ist los? Das macht doch keinen Sinn. Also die Klingfeile ist schon mächtig, also... Groß? Mächtig? Ja, groß, mächtig. Eigentlich habe ich gedacht, die passt da hin, aber irgendwie auch nicht. Wir kommen meinem Motorrad immer näher. Ja, das müsste hier jetzt die nächste rechts da die Straße hoch sein. Ich finde mit der Tastatur zu ver... Oh, da kommt der... Zack. Ja, super. Das ist mir schlecht. Ja. Noch ein drittes Mal? Aber der lebt ja noch. Das ist zu blöd. Ah, Gott, oh Gott. Entschuldige, Melle, den müssen wir mitnehmen. Gibt Fleisch. Ja. Drei. Ist ein guter Bär. Löwe. Da. Da kommt die erste Falle. Das Auto wird mir schön angezeigt. Halt! Mit. Ja, aber kann ich. Die gedrückt hat. Ich will doch nicht. Ah, jetzt. Perfekt. Irgendwo hier vorne müssen wir dann rechts. Hier. Und auf dieser Ebene müsste das Motorrad sein. Ich habe einen Hänger. Siehst du es? Nö. Wie, du siehst es nicht. Wo wird es dir angezeigt? Warte. Da oben. Wo oben? Da oben. Im Obergeschoss oder was? Ja, über mir. Hä? Da. In dem Turm, okay. Dann gehen wir in den Turm rein. Da ist eine Leiter. Na dann. Hey. Oh. Interessant. Das steht da wirklich da oben drin. Wo oben drin? Im Turm? Im Turm. Oh lol, oder? Wie soll ich das jetzt da runterkriegen? Einpacken. Und stellen. Oh ja, stimmt. Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Hey, aber wieso da oben? Keine Ahnung, was du mit deinem Motorrad machst. Der Händler zockt uns ab. Nehmen. So. Melle, möchtest du Auto oder Motorrad fahren? Motorrad, bitte. Dann schmeiß ich das drauf. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Das Buch ist auch noch was für dich, Melle. Er wurde zwar schon gelesen. Ah ja. Moment, ich lese geschwind. Das habe ich extra gekauft. Du kannst auch bei mir mitfahren. So, muss ich mal den Moment. Wo ist das Motorrad jetzt? Ach, in meinem Inventar. In deinem Inventar. Dann steige ich bei dir ein. Das ist natürlich viel nobler. Wir brauchen bloß einmal Sprit verbrauchen. Gut. Du bist die Beste. Denkst voraus. Ich hoffe, ich war nicht zu wild. Nö, alles gut. Scam hast du ja auch überlebt. Jo. Gerade so. Gerade so. Mit Schleudertrauma. Aber sonst. Alles gut. Warum brummst du nicht mehr? Ja, das ist bei uns irgendwie komisch. Als Beifahrer hört man den Motorsound nicht. Ja, das ist ein Elektroauto plötzlich. Sanft und leise.
hast du denn beim Händler die Waffenkiste und den Tunnel geleert? Ich war unten in seiner Mine, hab da aufgeräumt und dann oben jetzt auch in diesem komischen Rückengedöns, wo auch immer das Motorrad da oben war. Die war schon leer. Da war so eine riesen Waffenkiste, aber die war leer. Oh, da ist ein Einkaufswagen. Jetzt habe ich wieder Ton. Ich musste neu anfangen. Come back. Baby, come back. Ich verstehe das immer noch nicht so ganz, warum die Steuerung sich von dem Auto jetzt geändert hat. Beim nächsten Relog ist wahrscheinlich wieder ein Baby. Gut. Das Auto rollt. Nee, es ist gut. Es steht. Also ich bleib bei meinem Moped. Das verstehe ich. Die Haustür? Die ist zu. Nee, da hinten. Machen wir mal Schuh. Oh, Essen. Ui. Ich habe Hunger. Deutsch leer, dann darf ich Kiste 2. Achso, Herr Wurzel, ich habe auch noch einen Haufen an verschiedenen Nahrungsmittelgrundlagen mitgebracht. Ich habe auch einiges reingelegt. Aber ich glaube, es ist im Moment auch genug zu essen da, ne? Ja. Ja, noch? Ja. Also letztes Mal, als ich reingeguckt hatte, war mega viel da. Also, und das, was da ist, haut auch eigentlich richtig rein. Ja, das stimmt. Eins. Wir kriegen da schon hin, Wurzel, ne? Ja, also jetzt haben wir es auf jeden Fall im Griff. Ja, oben ist dann das Dach soweit auch voll mit Beeten von Kartoffeln. Die habe ich auch mitgebracht. Der Händler hatte wenigstens welche. Ich habe auch Thunfisch mitgebracht. Und so sehen die auch. Thunfisch ist auch gut, ja. Ja. So. Nein. Muss ich dann mit dem Generator da hinten verbinden? Du da jetzt drüber springen oder kannst du einfach durchlatschen? Nee, kannst du ganz normal durch. Außer sie sind an. Dann schneiden sie. Aber jetzt so können wir ganz geschwind ganz normal durch. Okay. Kann ich mir das angucken oder sterbe ich dabei? Du stirbst dabei. Okay. Cool. Ich habe nochmal Eisenäxte mitgebracht, die liegen in der Werkzeugkiste. Okay. Wer noch mit Steinen unterwegs ist, darf die ersetzen. Okay, Moment. Zufällig bin ich das. Eisenaxt. Eine Feueraxt. Da waren ja noch Aufgaben in der Kuschkiste. Und da ist noch ganz viel Alkohol. Ja, Feueraxt. Ja, die Feueraxt. Achso, okay. So, die kann ich beide nicht lesen, die habe ich wohl schon gemacht. Na dann. So, wann macht denn die Händlerin nochmal zu? 22 Uhr. Ah, da kann ich ja nochmal vorbeifahren. Nochmal oder, war das 21? Ne, ich glaube 21. Und das andere Geld, das kann man verkaufen, richtig? Oder das alte Geld? Ja, genau, ich kann verkaufen. Zu gutem Geld. Verkaufen und dann kriegt man mehr. Ja, genau. Irgendwie sowas habe ich. Ja, die wandeln das halt in die richtigen Coins um, ne? Diese Jetons oder so. Coole Sache. Oh ja, das Moped ist definitiv mein Ding. Aber das Motorrad war auch cool. Ja, aber so, wir sind schon wieder am Ende angekommen. Ja. Jetzt schläft die Pläne wieder. Also, würde ich mal sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschö. Ciao, ciao.